Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle Tutorial. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr das sogenannte Double Soft Jerk Rig baut. Und das braucht ihr dafür. Einmal Tönchenwirbel, Haken, hier habe ich bebleite Offset Haken, eine Perle, Karabiner, Fluorocarbon-Schnur und natürlich Köder. Das Rig heißt nicht umsonst Double, deswegen braucht man natürlich von allen Zutaten jeweils zwei. So, jetzt führen wir das Ganze mal zusammen. Dafür habe ich mir jetzt erstmal ein kleines Stückchen Fluorocarbon-Schnur abgeschnitten. Da befestige ich jetzt mein Tönchenwirbel dran. Und Knoten wieder anfeuchten. Festziehen. So, jetzt haben wir den Tönchenwirbel an der Schnur festgemacht. Jetzt folgt die Perle. Die ziehe ich jetzt hier oben drauf, sodass sie auch wieder auf den Wirbel knallt. Und nun bereite ich die jeweiligen Ködervorfächer vor. Dann schneidet man sich zwei unterschiedlich lange Vorfächer mit einem Abstand von mindestens 10 cm, also sowas wie 30 und 40 cm große Vorfächer. Das größere Vorfach bindet man dann an das allererste Vorfach, was man gebaut hat, an den Wirbel. So, da kommt dann auch der Köder dran, beziehungsweise der Karabiner. So sieht dann der erste Teil aus. Wir haben die Schnur, die zur Hauptschnur führt. Dann kommt der Tönchenwirbel, der Karabiner und der Köder. So, und jetzt ziehen wir nochmal auf die erste Schnur. Die Perle. Und auf diese Perle lege ich dann nochmal den Seitenarm, den kürzeren Seitenarm. Das war's. So, jetzt erkläre ich euch das Double Jerk Rig nochmal in einer kurzen Zusammenfassung, sodass auch keine Fragen mehr bestehen, hoffentlich. So, als allererstes habe ich mir ein Stück Fluorocarbon-Schnur abgeschnitten. An dieses Stück habe ich dann ein Wirbel, ein Tönchenwirbel geknotet. Das andere Ende kommt dann an die Hauptschnur, an die geflochtene Hauptschnur. So, als nächstes habe ich mir zwei Vorfächer vorbereitet. Unterschiedlich lang, ein kürzeres, ein längeres, zum Beispiel eins ist 30 cm langes und das andere ist 40 cm lang. Das ist hier jetzt, sage ich mal, das kürzere und das ist das längere. Das längere wird direkt dann an die erste Schnur geknotet, an den Tönchenwirbel. Ans Ende der Ködervorfächer habe ich dann Karabiner geknotet, so kann man die Köder schnell austauschen. Das gleiche auch hier beim kürzeren Vorfach, auch hier der Karabiner. Und bei dem kürzeren Vorfach habe ich ans Ende auch nochmal ein Tönchenwirbel geknotet. Das heißt, ich habe jetzt hier diese beiden Vorfächer. Und das längere Vorfach habe ich schon mal an das andere rangeknotet. Jetzt befestige ich nur noch das kürzere Vorfach. Dafür ziehe ich mir als allererstes auf die allererste Schnur, die ich gebunden habe, eine Perle drauf. So. Und jetzt kommt der kürzere Seitenarm. Dafür ziehe ich einfach den Tönchenwirbel auf die erste Schnur. Und so sieht das Ganze aus. Hier ist das ist der Seitenarm
und das ist der, ja, der Hauptarm, der längere. Und hier haben wir halt die Verbindung aus Wirbel und Perle. Und das Ende, was ich hier noch in der Hand halte, das kommt dann schlussendlich an die Hauptschnur. Und so sieht das Ganze dann aus. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, beziehungsweise wir konnten euch damit weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Ciao, ciao.